Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit diesem komischen Projekt, wo ich mit meinem Freund Sims spiele, beziehungsweise er spielt und ich mache mich über ihn lustig oder so. Danke. Hi. Ich liebe dich auch. Ja, ich finde es krass, dass du Bella jetzt mal Essen gegeben hast. Das warst du. Aber pst. Ja, aber du hast es gedrückt, glaube ich. Komm schlafen. Okay, ist es schon wieder soweit? Ja. Okay, ist es 0 Uhr der Nacht? Vielleicht sollte man dann langsam... Ach ja, ich habe kurz vergessen, dass ich Vampirgang habe. Ach so, wir haben was total vergessen. Naja. Was hast du vergessen? Ja, wir sollten doch eigentlich mit Bella Gassi gehen, aber... Ja, aber ich glaube, guck mal, diese Pfütze da, ich glaube, das ist ihre Pipi. Oh, deswegen okay. Juckt es ja eh nicht. Oh. Bella ist haarig, ist ja wie im echten Leben, ne? Man kennt. So. Guck mal, geh mal runter. Wir schlafen. Ja. Wo ist mein Hund? Dein Hund? Geh mal. Da, mach mal Rechtsklick auf Bella. Und dreh die Kamera. Ach. Drehen. Da. Ah, sie hat dann irgendwie woanders geschlafen. I don't know. Ich bin fertig mit Schlafen. Schön. Guck mal, deine Vampirenergie ist wieder schön hoch. Ja, jetzt sterbe ich nicht mehr direkt, wenn ich rausgehe. Ist weißt das du, was schön? Ich schick dich duschen. Krass. Hm? Ist wieder soweit. Oh, du bist noch ein bisschen traurig, weil du ausgelutscht wurdest. Hä, ich hab's. Beziehungsweise dir doch erlaubt. Trotzdem fühlst du dich unwohl. Weil das halt, glaube ich, nicht so schön ist, wenn man ausgelutscht wird. Würde Bella das auch machen? Guck mal, wie dreckig sie jetzt ist. Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, sie muss gewaschen werden. Kann ich ihr einfach schwimmen schicken? Nee, du kannst, wir haben da ja eine Badewanne, da kannst du drauf drücken, da kannst du dann sagen, Bella baden. Bella baden, komm. Das würde Bella nicht machen. Was? Also so gerne mag sie Wasser nämlich gar nicht. Wow. Ich hoffe, du zündest die Küche nicht an. Das kann ich nicht garantieren für einen Obstsalat. Also in früheren Sims-Teilen konntest du die Küche dann trotzdem anzünden. Ich weiß gar nicht, wie es in Sims 4 ist. Hoffentlich besser. Also ich zünde meine Küche auch immer an. Guck mal. Oh, ich komme zu dir und ich... Guck mich nicht so an. Hm? Ich rede mit dir. Guck mal, wie schön. Ne? Ich rede mit dir über dich. Wahrscheinlich, weil du da halb nackt bist. Du bist okay. Ja, ist so schön. Du bist wieder durstig. Was kann ich tun? Andere Leute auslutschen. Das ist auch so eine lustige Frucht. Ja, aber die gibt's hier in der Umgebung nicht. Müsstest du, wenn dann reisen. Aber es ist tags. Das ist ein bisschen schlecht. Meinst nicht? Kann ich. Ah. Mach das weg. Das. Das. Ach, du bist das. Ups. Oh. Du hast gerade eh zu tun, you know? Weil du isst ja und danach möchtest du ja Bella noch baden. Achso, ja, dann. Dann hast du ja eh noch zu tun. Dann gönn dir hier nochmal und das da. So, viel Spaß. Hab Spaß. Brudi! Wo gehst du hin? Achso, der geht. Bella baden. Gut. Dann lasse ich dich aufräumen. Toll. Das wollte ich vermeiden. So ruhig würde sie, glaube ich, in der Badewanne nicht sein. Wien geht über studieren. Die ist immer noch angeleint. Hoppala. Sie hat immer noch das Geschirr an, einfach. Das würde sie auch nicht mitmachen. Sie würde das direkt... würde sie es wieder durchbeißen. Wundervoll. Also nicht direkt, aber wenn nach so ein paar Stunden würde sie sich wahrscheinlich wieder denken, nein, es ist nervig. Dann würde sie es durchbeißen. Fertig? Sis, warum wäschst du die? Wir lieben Sims. Soll ich das auch ab jetzt so machen? Ja, mach bitte. Deine Küche, also eure Küche ist ja nicht so weit weg vom Bad, finde ich gut. Ja, da juckt das dann auch nicht so. Aber trotzdem. Meine liebe Freundin hat mir was gezeigt. Kann ich dann einfach sagen, ich gehe dann mit Bella, Ja, wenn du ein Grundstück auswählst, dann kannst du quasi auswählen,
mit wem du reisen möchtest. Und dann musst du halt Bella aussuchen. Strand von und zu gehe ich wahrscheinlich hier hin. Genau. Und Und dann dann musst du Bella Bella. aussuchen. Genau. Dann Ich bist du glaube, da mit Belly. Bello. Belly. Ich habe sie manchmal Bello genannt. Oh, das ist aber gemein. Das ist ein Warum? Mädchen. Das weißt du nicht. Ich hab sie gesehen. Und jedes Mal, wenn ich sie Mädchen nenne, hat sie sich angesprochen gefühlt. Okay. Warum weigert sie sich? Wähl mal nochmal aus, weil es steht nicht in der Liste da gerade. Mehr Auswahl, Tierpflege, spazieren gehen, Mittel. Okay. Es funktioniert! Kann ich nicht sagen, Kamera bitte folgt dem lieben Herrn? Ja, wenn du auf dein Icon drückst. Mit rechts. Klick. Guck mal, wie süß. Guck mal, wie sie immer dich anguckt. Ja. In Real Life würdest du nicht alleine mit ihr weggehen. Das Problem war, ich war so unmotiviert. Ich wollte das mal ausprobieren, aber. Und vor allem würdest du nicht so eine Flexileine benutzen. Irgendwann schon. Das ist nicht unser Haus. Nö, hat auch keiner gesagt. Ich dachte, da geht er jetzt hin, schnuschert rein und sagt: Hallo Leute, ich wohne jetzt hier. Hä? Warum Was? sollte er das tun? Einfach so. Sollte ich auch tun. Was ist deine Mission? Frag nicht. Lass deinen Kopf nicht darüber nachdenken, das tut nur weh. Gehe ich jetzt nach Hause? Nee, ich spaziere immer noch, okay. Oh, ja, da war ja was. Ich hab mal eben diese Taste gedrückt. Mensch. Für mich kommt das wie ein langer Spaziergang vor. Der lange wäre noch länger. Noch länger, was? Als ob die so lang sind, die mittleren Spaziergänge. Was ist mit dir? Guck mal, jetzt kannst du gucken, wie schön ich dich auslutsche. Guck dir mein cooles Outfit an. Oh, ich lieb's so. Du liebst die Kameraführung, ich weiß es einfach. Wie geil sehe ich einfach aus, ey. Boah. Powerful. Ich will. Wollen wir da hin? Ja, also es wäre halt mal was anderes so, ne? Ohne Hund. Mit Hund? Ist mir egal, ob du sie mitnehmen willst oder nicht. Komm, sie brauchen ein bisschen Spaß. Kann ruhig ein bisschen in der Stadt rumgammeln, ne? Ja. Gut, dann kannst du dich, wie zum Beispiel, wenn du einen Tee trinkst, kannst du dich für eine Seite entscheiden. Wo waren da? Ach, hier. Nein, das, was leuchtet da hinten. Das, was leuchtet da hinten. Siehst Ach, du, da leuchtet da. immer irgendwas. Ah. Und entweder entscheidest du dich für Unfug oder für Kann ich. das andere. Nein, drück nochmal, du hast das Falsche geklickt. Ich hab hier drauf. Ah. Hast du nicht. Wir sind Spaßvögel. Ne? Du hast doch schon zusammengedrückt. Ach so, Wenn du Mensch. zusammendrückst, dann ist es beide. Ja, wir wollen noch ans Mikro gehen und Witze reißen. Also es geht jetzt darum, du hast dich jetzt ja den Spaßvögel angeschlossen. Ja. Das heißt, du musst lustige Interaktionen mit anderen Sims durchführen. Kann ich mit dir eine lustige Interaktion machen? Komm mal her. Hallo. Ah. Warte doch einfach mal kurz. Was ist deine Mission, Alter? Wir wollen eine lustige Geschichte erzählen. Und geh doch weg. Komm mal her. Wir sind jetzt lustig zusammen. Jetzt sagst du, kack bitte, und jetzt kackt sie. Oh, Bella, doch nicht so.
Kann ich? Warum nicht? Guck, jetzt kackt sie. Toll. Und ich kann es nicht wegmachen, oder? Mensch, bin ich lieb. Aufheben. Cool. Das kann ich einfach nicht wegwischen. Cool. Who the fuck cares, Alter? Ja, die Stadt? In Sims ist das alles nicht so. Okay. Hehe. Nee. Du kommst nicht mit. Immerhin hast du mal Menschen kennengelernt, ja. Woo! Ja. Also, du hast sehr viel Interesse daran zu sozialisieren hier. Total. So. Und jetzt kann ich schlafen. Auch wenn ich im Müll laufe, das. Hallo? Hallo? Doggy? Umreiz. Du Coole, du bist jetzt inspiriert, weil du rumschwimmst. Ja, ist doch geil. Man kennt. Dann kann das Spiel ja weiterlaufen und wir machen die Abmoderation. Machen wir das? Ja, denn es ist mehr oder weniger was passiert, I guess. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, es lief schon ein bisschen besser. Natürlich noch nicht perfekt. Das wird auch noch dauern. Aber irgendwann, vielleicht, bist du irgendwann gut. Irgendwann. Ja, wir werden sehen. Es bleibt spannend. Mhm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss. Tschüss.